Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Ebischer. Und drin! Jetzt hat's geklappt und die Rapperswil-Jona Lakers gehen in Führung. Absolut verdient. Powerplay genutzt. Und Nico Dünner hat abgelenkt. Kostila, Juse, Ebischer, der wartet noch etwas. Und jetzt Achtung, die Schaufel von Dünner. Nicht die Schaufel, sondern mit dem Schaft lenkt er die Scheibe ab. Aber ist vorher schon einmal abgeprallt. Also da springt der Pöck jetzt für die Rapperswil-Jona Lakers. Aber nach zweimal Metall haben sich die Lakers hier das Glück auch verdient. So wie sie gespielt haben. 1-0. Rofico, Zanker und Lammer. Jetzt hat's geklappt. Auch für Dominik Lammer. Erstes Playoff-Tor. Und was für ein wichtiges, was für ein erlösendes für die Rapperswil-Jona Lakers und ihre Fans nach dieser Druckphase. Wieder ein tolles Powerplay aufgezogen, Zanker gesucht und gefunden, der Abschluss von Eschlimann gehalten und gegen den Nachschuss von Lammer ist er dann machtlos, ist auch er machtlos, Sandro Eschlimann. Dominik Egli, Stranski, Tor! Der hatte den verkürzt! Aber der Schiedsrichter hat entschieden, kein Tor. Was ist denn jetzt passiert? Also, es gibt ein Video-Review, aber entscheidet auf dem Eis kein Tor. Alexi Pietro zeigt, mal ganz ruhig bleiben. Habt Vertrauen in uns, wir schauen uns das jetzt in aller Ruhe an. Was war denn da genau? Egli rüber, Stranski schießt. Tor ist offen. Die Scheibe prallt also da ans Bein von Jelovac. Und dann, Achtung! An Niffler, an die... Oh Gott, das ging jetzt aber schnell. War die Scheibe hinter der Linie oder nicht? Der Schiedsrichter auf dem Eis hatte das Gefühl, der Pöck war nicht hinter der Linie. Ach doch, der war da am Gestänge im Tor drin. Also hier von vorne aus meinem Winkel hatte ich eigentlich keine Zweifel, dass diese Scheibe nicht drin ist. Korbi, Egli, Tor! Was ist denn hier los? Dominik Egli, auch er hat schon getroffen im Spiel 1. Und wieder schaffen es die Lakers, zwei Tore zu erzielen in dieser Schlussphase. Und heute ist es der Ausgleich. Der HCD lebt noch. Der Schuss von Egli, geht er da an die Schoner von Ambühl und etwa so ins Tor? Ich glaube, Ambühl ist der Torschütze. Der steht da außerhalb des Kreises, verschafft sich da den Platz. Und ja, genau, die Scheibe prallt von seinem Bein ins Tor. 2-2. Was man nicht mehr für möglich geglaubt hat, ist hier Tatsache geworden. Egli in Richtung Pospisil, Tor! Christian Pospisil. Die Entscheidung ist gefallen. Der HCD schafft es tatsächlich, diese Partie in Rapperswil-Jona zu gewinnen, in der zweiten Overtime.
Saison-Out verhindert. Pospisil und Paschu, die heute erst ins Line-Up gekommen sind, liegen sich in den Armen. Ashley Mann, Pospisil, die Keyplayer des HCR. Und wer hat vorbereitet? Dominik Egli spielt da die Scheibe vor das Tor und Pospisil kann Backhand abschließen. Setzt sich da durch und er bezwingt Niffler. Drittes Tor, HCD. Und wie bitter ist das für die Rapperswil-Jona Lakers und für ihre Fans. Sack nicht zugemacht. Zweiter Sieg, HCD. Eine Partie, die schon verloren schien aus Sicht der Bündner, hat sich gewendet. Auf absolut dramatische Art und Weise sind hier die Davoser zurückgekommen. Die Davoser, die sich dominieren lassen mussten von den Lakers. Und es ist aus Sicht der Lakers eine Partie, die sie eigentlich nicht verlieren dürfen. Aber ich sage eigentlich, weil es passiert eben. Aber schaut man sich das Chancenverhältnis an, das Potenzial der Lakers, hier weitere Tore zu erzielen und den Output an, ja, dann stimmt das eben nicht überein. Aber klar hatten sie mit Pfosten und Lattenschüsse auch ziemlich Pech. Und dann hier, wie die Scheibe Pospisil auf die Schaufel fällt, wie sie da abprallt an den Schlittschuhen, irgendwie passt auch das noch ins Spiel.